Fatings Puppe. Eine Puppe, die einem Mädchen namens Fating gehört. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit der Puppe spielen. Nee, danke. Und die sieht ganz schön depressiv aus für eine Puppe. Na gut. Also ja, die Biester sind wohl echt Werwölfe. Jetzt ist nur die Frage, ob die unten auch welche sind. Ich denke schon, weil sie halt immer sagen, ihr riecht anders und ihr gehört nicht zur Gruppe und all sowas. Also wir gehören nicht zum Rudel quasi. Nun gut, schlafen wir mal kurz. Au, das war keine gute Idee. Du mach mal Eile auf ihn. Du machst Blitzdingens, hast du nicht mehr. Mist. Dann mach mal, oh genau, dein Stab. Oh, das sind ja noch mehr. Ach du grüne Neune. Furcht dahin. Der Rest geht alles auf einen, nämlich den da. Das kann übel enden. Okay, zwei sind schon mal gefeiert. Gleich nochmal den Stab rein. Und du machst ein gut geschätzter Feuerball dahin. Gucken wir mal, wie gut geschätzt er war. Noch einer gefeiert, das ist okay. Und aua. So, der läuft weg, das ist super. Du, was machst du? Du lähmst mal den da. Du trinkst fleißig weiter Tränke, du auch. Oh, okay. Ja, aber für so einen Zwischenkampf war das schon böse. So, speichern wir mal und schlafen noch eine Runde. ja, vielleicht hätten wir doch mal im anderen Gebiet lieber schlafen sollen. Immerhin weg da. Ich sagte immerhin weg da. Shahira hat ihren Stab nicht mehr. So, jetzt hat sie 9. Oh, 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 oh. Emuen, trink und lauf. Du trink, du trink, du trink, du Stab. So. Gut. Und jetzt alle auf den da. Der Rest läuft hoffentlich gleich weg. Au, 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 au. Das wird nix, das wird nix. Auf den, du, auf den, du, auf den, du machst noch einen Stab. Weil die sind zwar in Panik, aber die greifen irgendwie immer noch an. Wo ist Dünner hier da unten? Und du machst Haste auf uns. Hier nicht Dünner hier jetzt angreifen. Ah. Ja, so viel dazu. Ja, verdammt, Khalid, du bist schuld. Quicksave, laden. Und wir gehen mal ins Dorf zurück und versuchen da zu schlafen. Denn die haben nicht übertrieben, als sie gesagt haben, dass es hier draußen ziemlich wild... Ah. Ja, wie ihr vielleicht mal an meiner Stimmlage eben erkennen konntet, ist das Spiel schon wieder abgestürzt, als ich die Karte verlassen habe. Irgendwie muss es damit zusammenhängen, dass wir auf einer neuen, in Anführungszeichen, Weltkarte sind, nicht mehr auf der Originalweltkarte. Weil wenn wir hier die Zone verlassen, kommt halt nicht die Weltkarte, wie sie normalerweise kommt, sondern wir werden einfach in eine neue Zone teleportiert. Und da geht irgendwas schief. Aber ich habe hier Pflanzen gefunden. Tollkirschblüten, nicht essen. Ausrufezeichen. Ja, aber erstmal wollten wir gucken, ob wir hier schlafen können. Warum müssen wir dann immer noch umherstapfen? Ja, Jahira ist ja gut. Und ja, hier scheint es wirklich sicher zu sein. Na gut, das heißt, wir heilen uns jetzt hoch. Werden dann wohl noch ein, zweimal schlafen müssen. Und dann müssen wir das nächste Gebiet immer so in einem Rutsch durchgehen. Das, na, ich denke mal nicht in einem Rutsch, sondern eher hingehen, ein bisschen was von dem Gebiet abklappern und dann wieder hier raus, schlafen, wieder zurück.
Ist doch ein wenig schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich dachte ja zuerst, schön, die Insel ist ganz einfach. Und die ganze Mission auch, weil es im Handelshaus so einfach angefangen hatte. Da waren nur ein paar Wachen mit Kettenhemden und Eisenschwertern. Das schien mir nicht wirklich schwer. Aber jetzt die Werwölfe, das ist ein ganz schneller Kracher. Okay, mit Dolak-Turms kannst du nicht mithalten. Aber das ist auch, weil der Turm eher nervig ist als schwierig. Wie gesagt, Blitz-Ping-Pong und dergleichen. Oh, das ging ja schnell. Blitz-Ping-Pong und dergleichen kannst du hier draußen ja nicht haben. Aber dafür sind die Monster halt ziemlich stark. Wo man muss tierisch darauf achten, dass die schwächeren Charaktere, also Dünahir hier und Imogen vor allem, nicht so schnell überrannt werden. Das heißt, ich muss unbedingt Dünahir hier das Spiegelbild aufrechterhalten und einfach so ein Auge auf Imogen werfen. So, einmal schlafen tun wir noch. Wir wollen am besten vorbereitet sein. Oh, nachts. Ich schlafe nochmal. Nicht, dass ich abergläubisch wäre oder so. Ich denke mal, die Werwölfe werden auch am Tag rauskommen. So, diesmal kein Absturz. Das kann ja nur gut laufen. So, hier war der Kampf. Die Werwölfe haben aber nichts hinterlassen. Was ja auch Sinn macht. Nicht, dass Sinn bei Computerspielen immer vorhanden sind, aber ja. Also tappern wir mal den Strand hier entlang und suchen das. Oh, normale Wölfe. Naja, Schreckenswölfe, aber immerhin. Die sind ja noch machbar. Genau, was habe ich gesagt über Düne hier Spiegelbilder? Schon vergessen. Gerade noch vor 2 Sekunden gesagt und schon. Ach ja. So, also wir gehen einfach am Wasser entlang, weil irgendwo soll das andere Lager sein und die haben schließlich das Boot. Und ein Boot kann ja schlecht so weit auf Land sein. Ah, nicht schon wieder. Neue Akteure in unserem kleinen Drama. Wer seid ihr wohl? Schiffsbrüchige Matrosen vielleicht? Ihr fühlt euch heute wohl etwas geheimnisvoll? Fragezeichen? Ja, etwas. Ihr seid auf jeden Fall mutiger als dieses Viehzeug im Dorf. Ihr verlasst die Sicherheit der Palisaden mit zuversichtlichem Schritt und einem furchterregenden Blick. Naja, Ansichtssache. Diese Narren da drin fürchten sich vor ihren eigenen Schatten. Und den Werwölfen nehme ich mal an. Und was ist mit euch? Hier steht ihr, allein und leicht angreifbar. Auch ich kann mich verteidigen, ihr vorlautes Stück. Das war eigentlich nicht so bösartig gemeint, sondern eine Tatsache. Was verlangen Kaishas von euch? Okay, er weiß also, dass sie uns schickt. Naja, sie muss uns eigentlich geschickt haben, weil sie die einzige wichtige Person hier auf der Insel ist, außer dem anderen Lager wahrscheinlich. Sie bittet uns, die Wolfsbestien in ihrem Lager zu beseitigen. Nein, so direkt hat sie es nicht gesagt. Sie hat gesagt, die Bestien außerhalb ihres Lagers. Aber na gut. Karuk wird dazu sicherlich etwas zu sagen haben. Jetzt, da ihr Kaishas Lakai seid, was gewinnt ihr dadurch? Wir sind nicht mal ihr Lakai. Sie hat das nur von uns verlangt. Wir haben nicht zugestimmt. Ja, wir sind zwar niemandes Lakai, aber wir wollen ihn auch nicht gleich angreifen. Wir werden von der Insel fliehen. Das Schiff, auf dem wir hier ankamen, erlitt auf den Klippen Schiffbruch. Narr, Karuk wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Stellt euch ihm in seinem Lager entgegen, wenn ihr es denn tun müsst. Kaishas wird auf ihrem Schiff sowieso keine Außenstehenden dulden. Und er macht nichts? Na gut. Ich denke mal, er sollte jetzt entweder angreifen oder verschwinden, aber nicht einfach stehen bleiben. Oh, böses Entdecken. Ja, alle böse. Warum mache ich das überhaupt? Na gut, wir suchen weiter nach dem Schiff. Und so wie es momentan scheint, können wir die Quest nicht anders lösen, als dass wir das andere Lager zerstören. Dann werden wir zu Kaishas zurückkehren und dann wird sie uns angreifen. Das merkt sogar Gerogon. Das muss ich ihm nicht sagen. So, hier ist wieder eine Sandbank.
Na, führst du zu einem Schiff, das gerade gebaut wird? Nee, da brauchen die einen Trockendock für. Alle beisammen? Jupp. Wie lange halten die Spiegelbilder eigentlich? Fällt mir gerade so auf. 3 Runden pro Stufe. Na gut. Sind schon mal 21 Runden. Ist da gerade eins verschwunden? Ja. Warum habe ich bloß was gesagt? Ich gehe mal gleich nach Norden weiter, um zu gucken, ob da noch ein Kartenabschnitt ist. Aber wir wissen ja nicht. Oh, Schreckenswürfel. Wir wissen ja nicht, wie groß die Insel ist. Könnte ja auch 5, 6 Kartenabschnitte sein, obwohl ich das irgendwie bezweifle. Und diese Schreckenswürfe. Es kann doch sein, dass weil wir tagsüber hier sind, die Schreckenswürfe kommen. Nachts wären stattdessen Werwölfe gekommen. Das wäre cool, wenn die Programmierer das so mit reingebracht hätten. Bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Stimmung, dass man sich halt nachts nicht in den Wald raustrauen kann und so. Oder es zumindest wesentlich schwieriger macht. Aber nach Norden geht es wohl nicht weiter. Das heißt, irgendwo müsste hier das andere Dorf sein von diesem Kuga, Kargon, wie auch immer, der uns die Haut vom Leibe reißen will. Oder was auch immer uns da angedroht wurde. Du, greif mich mal an. So, wir wollen nicht, dass die Ninja-Bären uns in den Rücken fallen. So, dich auch noch. Und dich auch noch. Und dann gehen wir zurück zur Küste. Da. Aber es ist dann fraglich, wie wir wirklich von der Insel runterkommen. Schön, da mag zwar ein Schiff sein, aber... Da sind nur 6 Leute. Zu 6 ein ganzes Schiff bedienen, vor allem größeres, dürfte schwierig werden. Also sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir noch jemanden finden, der auf unserer Seite ist. Was ziemlich schwer zu sein scheint, denn die einzige, die wirklich freundlich war bisher, war das kleine Mädchen am Anfang. Obwohl die auch ganz schön komisch. Oh, ein Haus. Ganz schön komisch war. Aber na klar, wenn man als kleines Kind schon ein Werwolf wird. So, hier ist überall Wald drum. Kommen wir da durch? Ja, schön, schön. Oh, wir haben uns wohl gerade mitten in das Dorf reingeschlichen. Oh, das ist gar kein Haus, das ist das Schiff. Da ist aber ein Haus. Oder bist du auch ein Schiffsrumpf? Nee, du bist ein Haus. Na gut, versuchen wir es noch mit der Diplomatie. Vielleicht wohnt hier dieser Kuga, Korgan. Und wir können mit ihm reden, bevor wir in das Schiff reingehen. Ihr seid keine Hirngespinste, oder? Tradil, kann das sein? Nach so langer Zeit. Bei der Klinge von Selun, ich bin gerettet. Das klingt doch schon mal schön. Selun ist nämlich, ich glaube, ein guter Gott. Oder zumindest neutral. Gerettet? Fragezeichen. Braucht ihr meine Hilfe, mein Herr? Hilfe? Ich muss fort von dieser verfluchten Insel. Ja, das müssen wir auch. Ich werde euch gerne helfen, sobald ich selbst einen Weg finde, von dieser Insel herunterzukommen. Ihr habt kein Boot? Wie bei allen neuen Höllen seid ihr denn hierher gekommen? Wir flogen hier auf unserem Kristalldrachen ein, du Idiot. Nee, wir haben Schiffbruch erlitten durch einen dieser scheinbar recht häufigen Stürme vor der Insel. Vielleicht würdet ihr mir erzählen, wer ihr seid? Oh. Vergebt mir, ich habe seit Jahrhunderten, keine Gäste mehr gehabt. Ich bin Dadel, Magier und kürzlich konvertiert zur Kirche von Selun. Ich war Baldurans Ratgeber auf seinen verwegenen Abenteuerreisen nach Anchorom und darüber hinaus. Das ist schon lange her. Ich lebe hier schon seit vielen, vielen Jahren allein, bis auf die gelegentlichen Gefechte mit den Erkrankten. Oh, okay, das werden die Werwölfe sein, die beiden Stämme. Sie haben mich schon seit längerem nicht mehr angegriffen. Sie fürchten mich, scheint es. Doch die Jüngeren weigern sich, von ihren Vätern zu lernen. Ab und zu, ich glaube, es ist jede Generation einmal oder so, greifen sie an und müssen dieselben Erfahrungen machen, die andere schon vor ihnen gemacht haben. Ich habe keine Lust mehr auf Schlachten, aber sie sind... Aber sie sind Abwegige, die nicht in diese Welt passen. Ich habe die Vermutung, dass sie davon sogar geheilt werden könnten.
Ich schreibe meine Theorien in mein Tagebuch. Das scheint mir zu helfen, in diesem ganzen Schrecken mein Gleichgewicht zu behalten.